Geil. Alter, was sagst du? Cool. So, jetzt müssen wir nur noch hier die Fenster dicht machen. So. Da haben wir die Bars. Die Bar, die Bar. Da sag ich da. Zack. Kannst du mir Ups. ein paar geben? Da setze ich unten noch ein paar ein. Oder hast du die nicht? Ne, es sind nur 5 oder 6, ne? Ja, richtig. Ja, warte, kann ich jetzt auch eben direkt. Pass auf. Warte. Na. Alter, dann gehe ich weg, dann zeige ich dir wieder grün an. Leck mir am Arsch. Ey, das ist aber nicht einfach. Das ist, weil die Dings vor ist. Die Treppe? Jo. Aber hier habe ich doch vorhin auch einmal ganz kurz grün gehabt, Mensch. Ja, die sind sowieso nicht ganz einfach zu setzen, aber... Alter, was ist das denn? Jetzt geht er gar nicht. Und von unten? Von hier? Ah, warte mal, da war doch gerade schon wieder... Da! Da habe ich einen grünen gehabt. Warte, ich muss mir in den nächsten Stack nehmen. Ich habe auch nur noch einen. Scheiße! Ich habe nur noch 5 Stück. Ich glaube, die reichen nicht. Nein, die Nee, wir reichen brauchen noch nicht. sieben. Jo, holst du noch was? Muss ich craften? Oh, den habe ich jetzt auch gekriegt. Oh, ganz nach unten. Nein. Nee, du musst nicht craften. Da sind welche in der Kiste. Ich habe nicht alle Ach mitgenommen. so. Das ist das Einzige, was ich nicht alles mitgenommen habe. Die Aber brauchst du trotzdem bis nach nicht unten. craften. Ja, ich wollte das Ganze jetzt ein bisschen schöner verpacken. Gott. Alter, immer dann, wenn ich gerade klicken will, geht der Grüne weg. Jawohl, ist drin. Geht gar nicht, ey. Das ist das Ich hab Geile in Minecraft, Drehmoor. wenn du dann Wasser unter dir hast, dann kannst du einfach mal so von oben runter jumpen, ne? Genau. Auch reicht nicht. Shit. So, pass auf, die sind aber alle zu. Das heißt, da Jetzt ist bin ich er. unten. Eins. Nein, es fehlen 2 Stück. Ich war gesagt, wir brauchen sieben. Du brauchst nur 2 Stück mitbringen. Jo. Scheiße. Kacke. 2 Stück fehlen. Was ein Blödsinn. Kann ich die irgendwie hochschmeißen? Oder Ja, du lässt ich. dein langes goldenes Haar herunter? Lass sein langes goldenes Haar herunter. Geil. Bist du schon drin? Nee. Jetzt sehe ich Gleich. dich. Alter, höher hätten wir den nicht bauen dürfen, ne? Ist krass. Ey, das ist. Ich kann dich gerade mal noch erkennen, ne? Also her. Her. Höher hätten wir echt Herkommen. nicht. herkommen. Höher hätten wir echt nicht gehen dürfen. Aber ist schon eine geile Sache, oder? Alter, und ich habe den Turm immer noch nicht von unten gesehen. Brutal. Echt Ich komme brutal. dir mal entgegen. Jo, mach das. Ich gehe ja clever. Die Zuschauer sehen gerade. So kann man natürlich auch runtergehen. Du springst, ne? Habe ich dann auch gemacht. Nee. Die paar. Was? Wo springe ich? Wo willst du denn hier springen? Ja, die Treppen halt nicht komplett laufen, sondern über die Kante hüpfen. Was? Nein. Nein. Würde ich nie machen. Alter, das ist ja pervers. Ich sag ja. Ey, vor allen Dingen, wie viel Material. Sind einige Steine zu brauchen für diesen Turm. Hier, Alter, wie, halt, Stein. halt! Jetzt bin ich fast unten, wa? Nee, ist schon noch ein Stück. Springst du auch hoch? Nee, nee. Sehr doof. Nein, gar mal doof. Aber ist geil, ne? Hier kannst du nicht tief fallen, ne? Ist ja gar nicht möglich. Oh.
Ja, also nur vom Niveau her, aber ansonsten von der Sprungkraft her, von der Fallhöhe her. Ich würde am liebsten mal runterspringen, einfach so aus Spaß. Ja, nee, ist klar. Du weißt, wo du dann bist. Tot. Der kürzeste Weg nach Hause. Als Leiche. Stimmt. So hätten wir das machen können. Hätte ich nicht nach Hause laufen brauchen. Ich bin oben. Alter, das ist aber echt lang, wa? Heavy. Boah, man müsste mal durchzählen, wie viele Etagen das sind, ey. Das ist ja krass, ey. Das würde mich echt mal interessieren. Aber das ist ja auch pralle beim Durchzählen. Ja. Alter, aber das würde mich jetzt mal echt interessieren, wa? Wie viele Etagen das wohl sind, ne? Keine Ahnung. Erzähl doch mal nach, Mensch. Lass ihn ja mal so lange bitten. Viele. Wahnsinn. Wahnsinn. So, ich gehe jetzt mal runter. Ach, ich glaube, das geht auch nicht schneller. Ach, nee, das geht auch nicht schneller. Ich glaube, da kannst du besser runtergehen. Alter, da bist du aber auch... Rennen boah, bringt ja gar nichts. Boah, ich möchte jetzt nicht... Also, ich kriege ja jetzt schon an eine Waffel hier. Da wird für die Zuschauer jetzt auch nicht viel besser sein. Hey. Ey, Alter, und ich drehe gerade meinen Kopf automatisch mit immer so nach rechts rum. Ich halte meinen Kopf echt schief nach rechts. Echt? Ja, ich gehe so richtig mit, so. Weißt du, so stromlinienförmig. Hör mal, Platzi, alter Mann. Ja, jetzt nicht, warte. Nicht schuppeln. Das sieht so schon Panne aus, ohne dass du in mir bist. Alter. Alter, da brauchst du immer, weißt du was, das überlegst du dir aber 10-mal, ob du hier hochgehst. Ja, vor allem. Munition brauchst, wenn du oben schießt oder so. Hast nur ein bisschen was mit. Nein, keine Munition mehr. Alter, hier musst du dir jetzt so Essen mitnehmen. Alter, das kann doch jetzt nicht sein. Das hätte ich jetzt nie gedacht, dass ich so hochgebaut habe. Ja, ist schon einiges. Alter, man ist ja hier 3 Stunden unterwegs. Alter, das mache ich jetzt zum ersten Mal hier. Ich habe die ganze Zeit gebaut. Alter, du bist ja eine halbe... ohne Scheiß, mir ist schlecht, ne? Ich kotz gleich. Mir ist auch ein bisschen schwindelig. Ey, jetzt ohne Scheiß, ich kotz gleich. Komm mit, du musst es von Weitem angucken, sonst ist scheiße. Du musst nicht umdrehen. Du musst das von Weitem angucken, sonst ist scheiße. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Bist du zum Hauptlager? Nein, andere Richtung. Achso, ja, ich bin in einer anderen. Da sieht man es doch gar nicht so. Vor allem der Schatten, der gibt es sonst wo. Alter, nein. Das ist ja überhaupt nicht übertrieben. Boah, wie schnell die Wolken ziehen, ne? Na eben. Boah, die sind ja echt schnell, wenn ich da oben so zur Spitze hingucke. Alter, das ist ja gar nicht übertrieben. Hör mal, aber weißt du, was interessant wäre? Was denn? Ob wir den bei uns von der Hauptbase aus sehen können. Also wahrscheinlich direkt vorm Haus nicht, weil sonst könnten wir das ja umgekehrt auch sehen. Aber vielleicht, weißt du, wenn wir da irgendwo auf so einen Felsen gehen oder so. Jo, weil stimmt. Der Turm ist jetzt, man kann sagen, und ich tue mich damit nicht schwer, er ist wirklich hoch. Wo bist du? Ja, so ein bisschen Richtung Hauptlager. Alter. Wo bist du denn? Ich bin am Lager, Außenposten. Ach so, ja, ich bin hier... Auf dem Fels bin ich. Auf dem Fels? Ja. Ah, da, hier. Oh. Ich hüpf, guck zur Straße. Ach da. Alter, hier muss er echt aufpassen, da ist ja hinten ist ein Bär und alles. Hör mal jetzt mal ohne Scheiß, ey, krank, oder? Aber weißt du was? Es ist zwar mörderisch, da hoch und wieder runter. Du bist ja da bald eine Folge unterwegs, ne? Aber jetzt mal ganz ohne Scheiß, ne? Ich find's geil, dass wir mal so einen hohen Turm jetzt gebaut haben. Auf jeden Fall. Müssen wir jetzt nicht nochmal irgendwo machen. Aber es ist geil, so einen hohen Turm einfach mal zu haben. Richtig. Und den kannst du schon echt zur Orientierung benutzen, ne? Auf jeden Fall, dann siehst du bestimmt von jedem Punkt aus von der Map. Ja, also jetzt mal ohne Scheiß,
Das war nicht falsch gewesen. Jo. Alter, und du musst mal überlegen. Komplett aus Metall, ey. Komplett aus Metall, mi. Geil. Wahnsinn. So, pass auf. Ich würde sagen, ich gucke jetzt noch mal ganz kurz, was ich hier anbringen kann. Und dass wir dann erstmal wieder zur Hauptbase zurückgehen. Ja. Da können wir ja mal die Abkürzung laufen. Ja. Sind wir auf jeden Fall schneller. Ja, also von mir aus können wir auch mal die Abkürzung nehmen. Ui. Scheiße, da geht er nicht mehr. Okay, da geht er nicht. Aber da, wo es geht, halt, setze ich an. Ich rieche Hasenkacke. Oh, hi. Hallo, Cone. Hallo. Gott, ich hoffe, dass er es nicht mitgekriegt hat. Aber es roch wirklich nach Hasenkacke. Eigentlich nach Hasen durch. Alter! Bär! Alter, was bist du für ein Pozzilon? Komm, Winnie Pooh, komm. Während ich hier am Bauen bin, du Arsch. Ey, das hörte sich gerade richtig krass an, wo du da runtergesprungen bist. Hast du währenddessen geschossen oder was? Das hörte sich so richtig Busch an. Oh, das war's. I have no foundations. And this is a good, very good English. I have no foundations. Und wie immer, es fehlt eine. Ja, es fehlt eine. So, pass auf. Ich mach mal jetzt hier zu. Also erstmal hier zu. Wo ist denn hier? Ah, die war hier um die Ecke, die Tür. Ah, da ist zu. Gut, dann jetzt zum Außenlager. Da. Hm? Ne, warte mal. Weißt du was? Die Sachen. Ach Gott, Lagerfeuer. Oh, hier war ich ja noch gar nicht drin. Ach so. Alter, was ist das? Geil? Was ist das denn? Ist das geil oder ist das geil? Ey, das ist ja mega. Ist das cool? Riesig. Genial, oder? Lassen wir das so? Ja, sicher. Also nichts in die Mitte rein, ne? Nee. Damit das so einfach geil gigantisch aussieht. Was sagst du vom optischen her? Ist geil. Geil, ne? Ja. Sehe ich auch so. So, pass auf. Jetzt lege ich mal die restlichen Baumaterialien hier ab. Weil genau hier werden sie ja gebraucht, ne? Mhm. Die brauche ich ja nicht mitschleppen. Richtig. So, ich habe dann noch 10 Metall... Hast du noch Metallfragmente bei dir? Nee, gar nichts mehr. Okay, dann lege ich die jetzt gleich im Hauptlager ab. Also hier in dem Außenposten. Okay, sonst habe ich es alle? Sonst habe ich es alle. So, und raus. So, bis raus. Oh, es wird schon wieder dunkel. Ich kriege eine Krise. Jetzt müssen wir im Dunkeln. So, pass auf, Tür ist zu. Bloß richtig gucken, dass alles zu ist. Ne, man weiß ja nie, ne? Eben. Es könnte ja, ne? Ja. Sich jemand hierhin verirren, ne? Richtig. Und deswegen ist es immer wichtig, die Türen zuzumachen. Weil das kriegst du ja gar nicht so mit, ne? Also es könnte ja auch jetzt hier jemand sein, ne? Und wir wissen es gar nicht, ne? Genau. Genau. Könnte sein. Ja, man weiß es nicht. Und wir müssen nämlich jetzt auch mal langsam zurück nach Hause. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Pass auf, war hier Metallfragmente? Ja, ne? Hier war ja auch Holz. Und da unten waren Metallfragmente. Super. So, pass auf, ich hab alles. Da würde ich sagen, aber rapido. Rapido nach Hause. So, bist du raus? Jetzt. Pass auf. Oh, Turm, das wird dunkel. Ist zu. Turm ist zu. Das ist zu. Und das ist auch zu. So, pass auf, wohin jetzt? Ja, Richtung Turm erstmal. Komm mit. Ja, komm, dann lass uns mal schnell beeilen. Oh ja. Erstmal, ne? Dass wir möglichst zu Folgenende, nämlich noch zu Hause sind, an der Base, Hauptbase. Ja. Zu Folgenende. Oh yeah, baby. Folgenende. Hauptbase. Oh. Also ich glaube, wenn du den Weg ganz normal läufst, habe ich glaube ich so 10 Minuten gebraucht bis nach Hause. Na, das ist lang. Ja. Das ist lang. Aber das wir kürzen ja jetzt ab. Ja, ich bin mal gespannt, toll. Ne? Ob das jetzt wirklich so toll ist mit Abkürzen. Aber
ohne Scheiß, aber auch diese Erkenntnis, wenn sie denn jetzt richtig sein sollte überhaupt, da ist ja noch nicht gesagt, haben wir nur bekommen durch unseren Turm. Richtig. Durch den Aussichtsturm. Geil. Hallo. Ja, weiß ich nicht. Meinst du, soll ich jetzt schon mal sagen, was das wird? Nein. Nein? Machst du nicht. Machen wir noch nicht, ne? Und bewundere diese schöne... Oh, geil. Washington Monument. Ja, geil. So, komm, lieber weiter. Ja. Nee, okay, also wir sagen es noch nicht, ne? Nein. Gut, lassen wir noch. Weil es wird ja, ne, es wird ja noch richtig geil, ne? Richtig. Es wird noch richtig, richtig geil werden. Also, liebe Zuschauer, ne, seid schon mal gefasst, ne? Es wird noch wirklich richtig geil werden. Noch geiler, wie es jetzt eh schon ist. Ich meine, ja, wer hat schon so einen langen, ne? Außer mir. So, jetzt gehen wir mal. Oh, man sieht jetzt schon den Taschenlampenschein. Es wird immer dunkler, es wird immer dunkler. Oh, ja. Aber wir rennen einfach durch. Wir rennen durch. Wir lassen uns auch von niemandem aufhalten. Ich hoffe, dass wir das noch schaffen, bevor es komplett dunkel ist, dass wir wenigstens auf dem Weg sind. Ja, das will ich ja auch hoffen. Na, aber weißt du, dass mir gerade extrem übel wird? Ich guck dir die ganze Zeit auf den Arsch, ey, das geht gar nicht. Das ist so widerlich, ey. Vor allem dieses braun eingefärbte, ne? Uah. Hier ist der Weg. Alter, jetzt bin ich ja mal gespannt. So, und jetzt bleiben wir auf dem Weg. Richtig. Aber warte mal eben, ich will mal jetzt einmal, warte. Guck mal, da hinten ist die Death Zone. Wir haben definitiv abgekürzt. Ja, aber brutal. Aber brutal. Also sieht man den Turm von hier? Nee, ne? Müssen wir mal hier nach oben. Da hinten, nee. Scheiße, das ist jetzt hinter dem Felsen wahrscheinlich. Wir sind zu tief. Und ich habe recht gehabt. Dieser eine Baum. Das ist der, ne? Von der anderen Seite. Genau. Vom Turm. Genau. So, pass auf. Weißt du, was wir uns nur merken müssen? Was Wenn wir das hier sehen, ne? Ja. Dass wir dann... Ja, wo sind wir denn jetzt hergegangen? Ja, einfach sind hier rechts. Sind wir jetzt rechts vom Felsen? Ja, rechts vom Fels. Okay, dass wir da rüber gehen. Und hier oben müssen ja jetzt die Bunker kommen. Genau. Aber die lassen wir jetzt, weil es echt dunkel ist. Oh ja. Die lassen wir. Du nimmst den linken. Meine ich jetzt ernst. Ich sehe nicht. Ich nehme den rechten. Die Bunker lassen wir. Nee, das ist ja bloß eine Kiste. Oh. Alter, wir sind ja gleich. Alter, geil, dass wir es gemacht haben. Eine große Kiste. Cool. Ich habe ein radioaktives, also Hemd. Radioaktives. Oh, radioaktive, ein Red Suit Hemd. Ja. Das ist geil, weil die habe ich ja nur an. Du stehst ja mehr auf die anderen Sachen, aber ich stehe ja mehr auf diese radioaktiven. Nee, habe ich auch, das Hemd. Ja, hast jetzt auch? Alter, ja, Wir sind doch jetzt gleich schon zu Hause. Ja. Wir können doch jetzt links einschlagen, ja sicher. Nein. Wir müssen noch hier weiter. Jetzt kommt erst die große Kurve. Nein. Echt nicht? Nein. Oh, da bin ich jetzt. Ich hätte jetzt schon gedacht, wir wären da schon. Ich glaube, du willst mich ja verarschen. Ne? Das hier unten ist jetzt der große Platz, wo die Rohstoffe sind. Weißt du? Nee, weiß ich jetzt nicht, aber es ist auch so dunkel, ich sehe es auch gerade nicht. Ja, wir laufen jetzt die Kurve, ne? Und dann kommt links und rechts, kommen wieder diese Häuser. Beziehungsweise links, diese Halle. Ach, alles klar, Ja, stimmt, die muss da noch kommen. Genau. Stimmt, die muss da noch kommen. Da ist sie. Ja, super. So, pass auf, nimmst du ganz hinten den letzten kleinen Bunker? Mach ich. Er kann nicht dran vorbeigehen. Eben hier von der Mitte. Ach, nur Anziehsachen. Da waren nur Anziehsachen drin. Ja, ich kann da nicht dran vorbei. Das ist angeboren. Oh, toll, drei Papier, wie lustig. Oh, das war's schon. So, I coming. Und siehst du, und hier kommt jetzt die Abkürzung. Genau. Richtig, die wollte ich vorhin schon nehmen. Nach diesem fetten Mega-Ruckler. Oh, hier geht's ab. Schön langsam. Hier war sie ja auch. Genau, hier war die Abkürzung. So. Guten Abend. Guten Abend. Alter, aber da haben wir jetzt aber schon wirklich abgekürzt, ne? Also das ging jetzt auch definitiv schneller, wie 10 Minuten. Auf jeden Fall.
Ja, dank unseres Turms. Und ja, man muss echt aufpassen, dass man nicht zu viel erzählt, ne? Wenn du sagst, okay, wir sagen noch nicht, was es genau wird, ne? Genau, wir sind still. Genau, wir sind still. Ihr könnt ja mal Vermutungen anstellen, ne? Und Verhütungen anstellen. So, wir gehen aber jetzt übrigens offiziell durchs Tor, ne? Du musst ja jetzt nicht unbedingt zeigen, ne? Wie und wo, ne? Ja, ja. Wir nehmen jetzt das offizielle Türchen. Das Türchen. Da gucken wir mal, was hinter Tor 1 ist. Aber weißt du was? Ich könnte das auch direkt wieder zumachen, weil die Folge ist ja auch gleich zu Ende. Richtig. Alter, also das ist immer, ne, ein bisschen Harikiri hier. Ja. So, kommst du? Bin drin. Super, es ist zu geil. Also ich bin geil. Alter, coole Sache. Aber was wir an Material verhauen haben. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten das ganze Material aufgesammelt und die Zuschauer hätten das gesehen, ey. Weil du musst mal überlegen, wir können ja mal ehrlich sein, ne? Wir haben mehrere Stunden dran gesessen. Auf jeden Fall. Ewig. Um das zu haben. So, pass auf, wo war jetzt die Sammelsurium-Kiste, wo du ein, hier die erste, ne? Ja. Die, ne? Richtig. Genau, so, da tue ich das jetzt auch rein. Da habe ich noch zwei Munition, da habe ich Papier, da habe ich Anziehsachen, da habe ich Körperfett für dich, ne, was du dir wieder unter der Nase schmieren kannst. Blut. Ja, die Beschaffung noch, von den Rohstoffen, die hat so lange gedauert, dass wir schon Kinder bekommen haben. Ja, und die gehen schon in die Schule. Genau. Und gestern die sind älter wie wir. Muss genau. Man sich mal überlegen. Ja, richtig. Die, ne, wir haben dann erlebt, wie sie zur Schule gegangen sind, dann wie sie Führerschein gemacht haben, ne? Und mittlerweile sind sie in Rente, ne? Aber wir haben es alles miterlebt, ne? Das ist ja das Schöne an der Sache, ne? Hör mal, zum Einschmelzen haben wir nichts mehr, ne? Nee. Nee, leider nicht. Pass auf, wie sieht meine Axt aus? 37 von 37? Ach, die hatte ich ja nicht mehr benutzt gehabt. Genau. Wir sind ja da so durchgerusht. Da habe ich eine Spitzhacke 60 von 60. Ist ja alles in Ordnung. Okay, dann haben wir es hier eigentlich alles. Ja, ja, geile Sache. So. Ja, pass auf, dann, ja gut, ich könnte jetzt natürlich noch eine Minute in der Länge ziehen durch Gequassel, aber wir können ja auch einfach erzähl mal. Erzähl noch was. Aha. Noch was Schönes. Also soll ich dir noch was Schönes erzählen? Was möchtest du denn hören? Ich stelle mich schon mal in unsere gewohnte Position. Ja. Was machst du denn jetzt gerade noch? Einsortieren. Ach so. Ja, deswegen soll ich noch was erzählen, damit du noch ein Rohr einsortieren kannst oder was? Natürlich. Wie? Alter, bist du ein gewitzter Wutzelknickel. Du bist aber ein Wutzi-Futzi-Knickel. Heftig. Nein, stell dich mal eben hier wieder hin, damit ich dich sehe, damit ich die Abmoderation machen kann. Super. Also, wie gesagt, ihr könnt ja trotzdem gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ne, mich ne, oder uns interessiert halt eure Meinung. Ja, ob das so in Ordnung ist, dass wir dann hier mal offscreen ne, für jede Menge Rohstoffe sorgen, damit wir dann Baumaterialien haben, ne, damit ihr dann hier schön sehen könnt, ne, was wir hier Geiles bauen, etc. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, am Außenposten, dass wir noch richtig geil wären. Also da kommt noch einiges hinzu und dann werdet ihr vielleicht hinterher, ja, vielleicht so in den nächsten Folgen werdet ihr das wahrscheinlich schon eher noch erahnen können, was wir da so bauen, was wir da so vorhaben. Aber lasst euch überraschen. Wie gesagt, ne, über jeden Kommentar freuen wir uns, ne, Feedback, egal wie, ne, solange es konstruktiv ist, ne, freuen wir uns drüber. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen und sagen gemeinsam Holdriho. Was? Jetzt habe ich dich verarscht. Nein. Komm, der Tradition. Und wir sagen gemeinsam Tschüss.